Ich hoffe, du wirst nicht verraten. Der Tag kommt, da werden sie dich nicht mehr so lieb haben. Wenn du deine Macht verlierst. Ist doch kein Leben. Aber du kannst abhauen. Dich anders entscheiden. Mach aus dir, was du immer sein wolltest. Danke, Papa. Du hast recht. Ich werde Präsident. Oder ein Astronaut. Oder ein Filmstar. Ich kann alles sein, was ich will, bei so einem geilen Vorbild, das ich hatte. Mein Alter war auch nah, Schmicho. Lerne, die Wut zu überwinden. Vergiss es. Nur die Wut gab mir die Power. Nur so konnte ich überleben. Und zwar ohne dich. Dich mögen. Ich gehe jeden Morgen aus dem Haus und reiße mir den Arsch auf, lass mich von Weißen schikanieren, weil ich dich mag. Du bist der größte Idiot, den ich kenne. Ich muss das machen. Das ist meine Verantwortung. Ein Mann ist dazu da, um für seine Familie zu sorgen. Du wohnst in meinem Haus, schlägst dir den Bauch voll mit meinem Essen, liegst mit deinem Hintern in meinem Bett, weil du mein Sohn bist. Nicht, weil ich dich mag. Es ist meine Pflicht, mich um dich zu kümmern. Diese Verantwortung schulde ich dir. Also, lass uns das ein für alle Mal klären, bevor das noch ewig weitergeht. Ich muss dich nicht mögen. Mr. Rand gibt mir mein Geld auch nicht am Zahltag, weil er mich mag. Er gibt es mir, weil er es mir schuldet. Ich gebe dir nicht nur alles, was ich dir geben muss. Ich gebe dir dein Leben. Also geh nicht durchs Leben und denk drüber nach, ob dich jemand mag oder nicht. Du versuchst besser dafür zu sorgen, dass man dich anständig behandelt. Hast du verstanden, was ich dir sage? Ja, Sir. An diesem Ort frage ich mich, was denn, Boss? Was wäre schlimmer? Zu leben wie ein Monster oder als guter Mann zu sterben? So far from who I was, from who I love, from who I want to be. So far from all our dreams, from what... Oh mein Gott. Meine Frau ist jetzt schon 2 Jahre tot, aber an sowas erinnere ich mich. Solche Erinnerungen sind was Wunderbares. Diese Kleinigkeiten, genau das sind die Sachen, die mir am meisten fehlen. Diese kleinen Schrulligkeiten, von denen nur ich weiß, die machten sie erst zu meiner Frau. Andersherum war es nicht anders, sie kannte jede kleine Schwäche von mir. Die Leute nennen sowas Unvollkommenheit, aber das ist es nicht, im Gegenteil. Das macht erst das Leben aus. Wir überlegen uns genau, wen wir in unsere kleine Welt reinlassen. Auch du bist nicht perfekt. Und um dir eine Unsicherheit zu ersparen, diese Frau, die du da kennst, ist auch nicht perfekt. Die Frage ist, ob ihr füreinander perfekt seid oder nicht. Nur darum geht es. Das alles macht Nähe aus. Du kannst von allem auf der Welt eine Ahnung haben, aber um das zu erfahren, musst du es schon erleben. Da kann dir so ein Zausel wie ich auch nicht helfen. Rede nicht so wie die, so bist du nicht. Auch wenn du es gerne wärst. Für die bist du nur ein Freak. Wie ich. Im Moment brauchen sie dich. Aber wenn nicht, verstoßen sie dich wieder. Wie einen Aussätzigen. Weißt du, ihre Moral, ihr Kodex, ist ein schlechter Witz. Verworfen beim ersten Anzeichen von Ärger. Sie sind nur so gut, wie die Welt ihnen erlaubt zu sein. Ist doch so. Es kommt hart auf hart. Diese zivilisierten Menschen fressen sich gegenseitig. Weißt du, ich bin kein Monster. Nur der Zeit voraus.